Papst Benedikt ist zugleich deutscher und vatikanischer Staatsbürger. Doch mit seinem in Latein verfassten Vatikanpass hatte er als Kardinal manchmal Schwierigkeiten bei der Grenzkontrolle. Die fangen dann an herumzublättern und es ist viel schwieriger, als wenn man mit einem normalen Pass kommt, nicht echt herausbringen, was das überhaupt ist, Vatikan und so weiter. Und da ist es dann fast eher umständlich zu beweisen, dass man doch ein ganz normaler Mensch ist. Als Staatsoberhaupt gehören Reiseformalitäten nun der Vergangenheit an. Der Vatikanstaat ist eine absolute Monarchie. Der Papst ist Souverän des Kirchenstaates, Gesetzgeber, oberstes Gericht und er trifft alle wichtigen Personalentscheidungen. Wenn er wollte, dürften sogar Schiffe unter seiner Flagge segeln. Ein Recht, das derzeit aber nicht ausgeübt wird. Während seiner ersten Wochen in Rom hat Kardinal Ratzinger im angrenzenden Priesterkolleg gewohnt. Diese Anfangstage mit ihrer Einfachheit haben eine große Frische für mich, an die ich gern zurückdenke. Auch den Friedhof, der ein kleines Paradies ist, liebe ich sehr. Aber ich würde sagen, der eigentliche Lieblingsplatz sind die Vatikanischen Gärten, wo eben der blaue Himmel Roms steht und die Bäume in den Himmel ragen, dass einem das Herz höher schlägt. Die malerischen Vatikanischen Gärten sind eine Oase der Stille inmitten der hektischen Großstadt Rom. Gelegentlich sucht auch Papst Benedikt die Vatikanischen Gärten auf. Für einen Moment der Einkehr und einen Augenblick der Entspannung abseits der päpstlichen Pflichten. Die Sixtinische Kapelle ist geschlossen, natürlich durch diesen genialischen Durchbruch von Michelangelo nochmal etwas ganz Besonderes. Mich berührt immer der Kontrast, wenn man so sagen darf, zwischen den ja auch wunderschönen Renaissance-Malereien an den Wänden, die den Zusammenhang von Alten und Neuen Testament darstellen, schöpferisch und groß, aber noch ganz von der Tradition geprägt und in ihren Kanon ist, stehend und dann plötzlich diese genialische Explosion, dass Michelangelo diese ganze große Tradition mit ihrem Kanon zerreißt. Der schöpferische Augenblick einer Erneuerung und einer neuen Periode wird einem sehr deutlich, aber auch der innere Anspruch des Gerichts, das einen anschaut. In der Sixtinischen Kapelle werden auch die Päpste gewählt. Kardinal Ratzinger galt als logischer Nachfolger von Johannes Paul II. Der Papst hielt bis zuletzt fest an seinem Präfekten. Die aus Altersgründen eingereichten Rücktrittsgesuche seines engsten Vertrauten lehnte er ab. Kardinal Ratzinger stellte sich dennoch auf einen geruhsamen Lebensabend ein. Ich mache jetzt, glaube ich, gar keine großen Zukunftspläne mehr, sondern akzeptiere, dass ich halt mitmachen muss und dieses weiterzutragen habe, solange nicht anders über mich verfügt wird. Ich würde schon gern das ein und andere, wofür ich vorarbeiten habe, noch machen, aber dann auch, sagen wir, einen etwas gelockerteren Lebensstil haben mögen. Das heißt, wird ein bisschen mehr auch in Rom ansehen. Ich komme kaum in die Stadt und auch nicht theologisches Lesen, das heißt, zu den Dingen wieder Zeit finden, die mir im Augenblick versagt sind.